feels as good as you do. Und dann ein bisschen Wasser. Und dann schütteln, ne? Und dann schütteln. Ah. Wie Waschmaschine. Zentrifugalkraft. Zentrifugal. Guck. Ja. Guck. Ja, schön. Schnell. Ja. Gell? Da war's noch weiter. Mag jetzt. Ich auch deine coole Technik. Nein! Ja, wie schon durch eine Mühle. Ja. Ja, aber das stimmt schon. Die nie dürfen. Hat er mir erzählt, so als ich gesagt habe, ja, wie war im Januar? Und er, ja, ich war nicht so gut Geschäft. Ja. Und ich so, ja, gut, dass wir haben. Ich glaube, wenn man jung ist, auch schwierig für Käse. Nicht nur für dich, für jeden ist es schwierig, wenn es so kalt ist. Wie viel hat es minus 10 Grad? Nein, ich weiß. Nein, ich würde das gerade die Haustür. Eine Einstellung ist, finde ich.
Morgen. Alle, die wir haben, oder? Ja, ich bin aufgeregt. Wir haben schon eingecheckt und alles. Lange Flug. Klar, das ist immer, wenn du so Kurzstrecken. Aber ich habe gehört, man kann sich aufs Gepäck schicken lassen. 20.000 hin oder her nee, macht schon. Ich schon, ja. Also wenn es jetzt ist halt schon. Und vor allem, ich meine, du hast eine Wiese allerdings Katar oder Etihad. Oman eher. Oman. Das macht das Belagerung. Ja gut, das ist, aber ist doch gut. Ich meine, ich denke, das ist viel Erziehung. Wenn du den Kindern von vornherein sie zeigen kannst. Das ist halt nur, wir passen halt auf, wir hören halt alles vorher, wenn es schafft. Es, ja. Das ist ein bisschen wenig Flüssigkeit, viel Einlage, ha? Bist du drauf? Nee, bitte nicht. Oh, was hast du scharf? Nicht extra scharf, nein. Also es ist nicht scharf. Bist du eine Tüte? Die Woche, da ist bei mir Julian. Ja, ich bin dann immer derjenige, wo hier. Ich hab nur einen halben gebrochen. Wenn du irgendwie sowas Gulasch-mäßig wird sich auch zu Geschmack. Zwar viele Stammkunden und so, aber sobald meine Stammkunden krank sind oder im Urlaub, merke ich es gleich. Außerdem, was wir auch gemerkt haben, ein paar tausend sparen. Desto weniger Wert legen die halt tatsächlich aufs Essen. Ich bin mit
ziemlich sicher, dass einige stapeln, aber halt nicht jede Woche. Die Karotten und Brokkoli musst du auf jeden Fall kochen. Hallo. 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 Da kannst du ja gleich mit deinen Fremdsprachenkenntnissen. Hallo. Hallo. Aber das ist vegan, ne? Vegan, sorry. Ja. Haben Sie Zimmermann oder? Das gibt schon beide, das gibt halt so Übergangsfrüchte und. Ah ja, aber jetzt ist klar. Winter ist halt viel. Hier mit dem Fehl gibt es überhaupt. Ja, oder? Nee, weil die meisten Events. Da kommt es aber extrem auf. Ja, wenn es mal irgendwann sagt, nö, da gehe ich nicht mehr hin. Aber so ein Catering oder so. Dann sind sie selber schuld und was übrig bleibt, ist auch den. Ja, wie gesagt. Ja. Also, ein bisschen. Also, guten Abend. Ciao. Ciao. Ja, schon. Das mal. Ja, also aber einmal Hühnchen und einmal. Einmal Schweinebauch. Ja. Ja, ich habe heute Morgen wollte zu scharf ist war es. Ja, genau. Letztes Mal war es scharf. Also da hatten wir zwei scharfe Gerichte aufgestellt. Das machen wir dann heute, das Bild. Also ein Schweinebauch ein bisschen chili, gell? Spannend. Das, wenn man allein das dann holt, das Aroma, ja, auch. Pfefferblätter sind auch lecker. Hast du den? So. Scharf hast du schon drauf. Ja. Guten Appetit. Und dann Feedback nächste Woche. Ciao, schönen Tag. Fleisch nur ein anderes Lebensmittel ist jetzt vorbei Generation. Fleisch ist ein Stück Lebenskampf. Ja, das ist. Das könnte ich heute gar nicht mehr sagen. Wir bieten ja auch gern Veganes an. Aber das sind die ja nicht. Nee. Nehmen am besten. Ja, genau, so mache ich das jetzt auch. Da sind die Hände schön warm. Vielen Dank, viel Erfolg. Dankeschön, schönen Tag. Ciao. Ciao. Ich bin ja kein Hi. Für dich haben wir heute eine schlechte Nachricht. Wir haben heute nichts mehr. Doch, wir haben schon, aber wir haben heute nur als veganes nur Curry. Sie wissen nicht, dass sie. Du hast ja mit deinem Curry. Ja. Andere. Und das andere ist halt Schweinebauch. Nächste Woche gibt es wieder wie gehabt. Anderes. Ohne Kokosmilch für dich. Ja. Also euch einen schönen Tag. Ja, Dankeschön. Ja. Gleich bald. Ja, du hast gestern schon gesagt, ja, oh, die Arme. Schon, ich schon ja, ich habe auch. Aber ja, Kokosmilch ist halt so ein Ding, wo, wenn du das nicht verträgst, ist ein Thai-Curry nichts. Ja, ich kann. Bumbaya. Ja. Ich weiß nicht, das ist ein Gericht. Ist zu viel für dein Geld. Mit was ist drin? Shiitake, Bohnengrün. Ach ne, ich nehm gerne das Curry vegan. Achso, ja gut. Super. Ja, ich finde es toll, dass ihr auch so gesteckt. Ich finde es auf jeden Fall auch allein schon gut, wenn man das so im Hinterkopf. Guten Abend. Ja klar. Also die Schottens jetzt. Ja. Wenn ich Chili mit dem Esslöffel reinschmeißen würde, das wäre klar. Aber ja, ein bisschen. Das ist ein bisschen anders. Also guten Appetit. Hey, servus. Servus. Alles klar? Ja, klar. Ja, klar. Ah ja. Ja. Bisschen kalt heute halt. Ja. Sonst. Das Curry mit Huhn dann haben, oder? Ja. Chili dann. Ja, okay. Chili. Viel oder wenig, oder? Das sind dann bei dir 56, da sind wir gerade 50 zurück. Schön. Und guten Appetit, ja? Danke. Bitte, Serviette auch noch, oder? Ciao, bitte. Ciao. So ist besser.
มีผักด้วยเนื้อหมูหมูสามชั้นนี่เลยซอสนะคะโอเคปิดฝาเอ๊ะเก๊ะอันนี้ลูกค้าสั่งไว้นะคะ3กล่องเนาะแกง2นะคะฟิลิปทำเสร็จแล้วแล้วก็พะโล้1กล่องเดี๋ยวก็มารับแล้วIch habe von der Hochschule gesponsert. Wow, brutal. Darf bei dir Erdnüsse drauf, oder? Ja. Kein aus der Hand oder Restaurant. Also ganz ehrlich, ich habe nur Indien Probleme gehabt und das auch nach einem Monat. Indien hat jeder Probleme. Ja, das war schlimm. Ja, aus was sind die Dinger da? Aus Pressholz mit so Poly. Das ist diesen Freitag mit. Okay. Letzte Woche war ich. Guten Appetit. Ciao. Ciao. Danke. Heute nicht. Heute haben wir nächste zwei. Woche sind wir wieder. Welche Tage? Mit Huhn? Ja, mit Huhn, ja. Zum Hieressen? Zum Hieressen, ja. Eva muss noch vegan. Bei dir weiß ich schon. auch zum Hieressen und Erdnüsse drauf bei euch? Ja. Aber jetzt gibt es gleich warmes Curry, das ist dann schon mal gut. Mit Huhn, bitte schön, guten Appetit. Und du kriegst vegan mit. Ihr kommt ja oft, das ist immer schön. Wir kommen zuverlässig, ja. Ja, das ist, also wir haben schon tatsächlich ein paar. Hallo. Das ist gut? Das ist gut, ja. Wenn Dankeschön. Nicht genug, kannst du noch mal kommen, ja. Kriege ich noch mal Gabel? Ja, die habe ich dir sogar frisch gewaschen. Ah ja, toll. Eine Portion. Teigcurry. Mit Huhn. Tüte. Ja. Super. Dann um Schaf kümmere ich mich, weil ihr ist da nicht. Ich mache ja auch Catering und sowas. Ja, genau. Und Kochkurse macht er auch. Mach mal. Und jetzt quasi seinen Preis auswählen, freut. Ja, das ist schön, egal. Sie können gern Flyer mitnehmen. Ich habe jetzt mitgenommen, kann er, genau. Alles immer andersrum. Ich vertrage Erdnüsse leider nicht so gut. Amtssprache bei der Katze. Ach so, den ja. Glück. Habe ich mit der Katze. Das Würmer wird, ne? Da wird alles gut im März. Geht's noch. Ja, also danke. Achtung, gell. Heiß. Dankeschön. Bitte, danke. Guten Appetit. Danke. Tschüss. Oh. Heute haben wir ganz schlecht geschafft. Ja. Die gute letzte Woche war so schlecht wie sie. Der Schülerpreis ist attraktiv. Ja, das ist halt für. Bitte schön. Das ist eins fertig. Ja. Magst du das haben? Und Achtung, heiß. Ja, keine Ahnung. Hau minimal scharf. Bitte schön und guten Appetit. Hallo. 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 Eine Frage, habt ihr Zucker drin? Im Zucker? Ja, ein bisschen Zucker. Palmzucker haben wir. Palmzucker? Das vertragen die Zucker nicht so, oder? Aha. Ah, ja, das Zucker ist dabei. Teigküche ist immer ein bisschen Zucker dabei. Okay. Tut uns leid. Nee. Lieber nicht. Lieber nicht. Danke. Bitte. Haben, dass ihr hier seid. Mhm. Das Essen ist bei euch echt immer total lecker. Also der wählerisch oft? Erdnüsse, ja. Aha. So von wegen, ja, das kenne ich alles schon. Ja, nee, Laupheim ist, die Leute in Laupheim sind richtig aufgeschlossen, echt? Richtig interessiert. Also lieber noch ein bisschen da. Guten Appetit. Danke. Ciao, bitte. Ciao. Hi. Hallo. Wir wollen gerne das Curry zum Mitnehmen. Zum Mitnehmen, ja. Ja. Dürfen Erdnüsse drauf? Ja. Ja. Okay. Hallo. Hallo. Take und ach Curry. Okay, mit Huhn? Ja. Gerne. Dann können Sie es gerade schon geben. Chili. Kein bisschen. Ah, mit Chili. Bei Ihnen auf Nüsse Chili. Bitte schön. Guten Appetit. Ciao. Tschüss. Und da sind es dann 99 bei Ihnen. Ja, gibt's mal einen Zehner zurück. Ja, danke schön. Das ist Erdnüsse. Das ist Erdnüsse. Das wäre ein bisschen viel Chili. Ja. Aber so hart sind wir nicht, dass wir Chili mit dem Esslöffel drauf machen. Dankeschön. So, Dankeschön. Guten Appetit. Ja, und das haben wir dann. Danke. Grüße an Mann, der so unser Essen mag. Ja, das hat er schon gesagt. Ich habe ein paar Schuss nach 12 oder so. Bitteschön, guten Appetit. Tschüss. So,
So. Sag nur, wir Männer hören nicht zu. Bitte schön. Guten Appetit. Hallo. Ja, zum Mitnehmen. Ja. Machst du vegan? Wir dürfen Erdnüsse drauf. Ja. Chili? Wir haben zwei. Das ist so eine japanische Mischung. Ja. Das ist Thai Chili. Das ist lecker. Vegane Curry? Nein, nehmen. Ist gut, okay. Dann gibt's gerade gemacht. Bist du? Ist das Schüler? Für Schülerin? Ich esse. Aber hier gibt es ja in Deutschland Schwein meistens nur als als Schweinsbraten bei der Oma. Das. Danke sehr. Bitte schön, guten Appetit. Bitte schön, guten Appetit. Im Asiatischen wichtig, sonst möchtest du über den Reis am besten. Ja, wärst nur nicht auf die Klamotten, gell? Ja, ja, also Vince, mach's gut, guten Appetit. Danke, ciao. Nussallergien. Pekannüsse hat man wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm. Nee, das ist das zum Beispiel auch nicht so. Also da kriege ich auf der Zunge so. Ja, ich habe auch. Also, mach's gut. Ciao. Servus, Gerstert. Was hast du denn? Achso, ich glaube, ich habe mir heute Morgen die Hand verstauft beim Vollbremsung machen, weil mir Ulner Vorfahrt genommen hat. Na, das kotzt eigentlich. Das Ding ist, jeden Morgen nimmt mir Ulner Vorfahrt. Mindestens Ulner. Ja, aber vielleicht habe ich mir geglaubt. Mit also, was kostet? Ja. Also, ich kann mal. Dankeschön. Mit Hut? Ja, bitte. Dankeschön. Was also? Ich habe zu ihm gesagt, dass es kalt wird. Auch mit Hut. Also zweimal mit Hut. Okay. Alex, was kriegst du? Also das andere Gericht ist, haben wir leider kein Foto, weil ich es verpeilt habe. Aber das ist 1-1. 1-1, ja. Mit Huhn. Zum Mitnehmen oder zum Bieressen? Keiner hat es gesagt. Das kennen. Ich fand es gerade richtig, meine Kumpels alle. Ja. Ob das ja scharf? Nein, ja. Soll ich es euch in eine Tüte oder nehmt ihr so? 90 bei dir bitte. Ja, bitte schon. Hier erstmal zum Mitnehmen. Dankeschön. Achtung, ich habe es nicht am Rand. Passt, alles gut. Okay, danke. Okay. Ja, wahrscheinlich. Du, dann. Ja, bitte, so langsam nicht so. Urni, was? Achtung, ich glaube, die Tüte wolltest du auch. Stammkunden kriegen, gell, und bis man das hat. Wird man das meistens. Ja, öfters kommen, jeden Mittwoch. Ciao. Ciao. Ciao, mach's gut, guten Appetit. So, Thai Curry vegan, gell, zum hier essen. Genau. Das ist der Reiskristall. Aber ich glaube, von Costa Rica ist der Jetlag rückwärts schlimmer, oder? Das ist schon brutal, 7 Stunden. Chili nicht. Bis guten Appetit. Und wie geht's deinem Bruder? Ist bei dem alles soweit? Ja gut, irgendwie haben alle Bock. 24 zu heiraten. Ja, ist so schön, aber. Ja gut. So 3 Wochen hintereinander ist. Wir können die mal, ist halt anders auf Hochzeiten ja. Zum Teil. Achtung, ja. Und das sind dann was Neues. Wenigstens einer, der für was Neues aufgeschlossen ist. Die meisten sind so, heute ist schlimm, heute ist ganz schlimm. Ich weiß halt nicht, was das ist. Wir hätten heute eigentlich zu Hause bleiben können. Die meisten sind so, die gucken nur und dann. Ich glaube, die das fand ich sehr lecker. Ja, ich bin jetzt kein Veganer oder so. Ja, aber. Ja, ganz beim Inder.
kommt drauf an. Also, meinst du jetzt? Rote Zwiebeln. Ich meine. Nein, kein Chili. Das stimmt. Das ist auch die verdutzt, oder? Wir müssen schmeißen den ganzen Müll. Obwohl nicht für uns. Obwohl nicht für uns. Ja, da sind mehrere komische Leute. Ja, sag's hat und die einen Gruß von mir, gell? Ja, ich will dich so sehen. Achso, siehst du dich. Also, mach's gut. Ciao. Diesmal, genau. Das Vegane kommt auch gleich, gell? Ich habe letzte Woche bei euch das erste Mal was Ungewisses. Dankeschön. Und mein Papa hat auch gesagt. Ja, irgendwie heute wollte niemand bei uns. Das ist vegan, ne? Ja. Bitte schön. Der guten Appetit. Ciao. Das ist zwar gut. Das ist, was heißt Masse, manchmal. Das sind 99. Und Erdnüsse, gerne. Und Erdnüsse. Chili auch. Okay, das brauchen Sie ein Tütchen oder geht das? So? Bitte schön. Danke. Schweinebauch sind auch 99. Darf es scharf sein? Na, ein bisschen. Ein bisschen. Schatz, ein bisschen scharf. Also hier, ein bisschen. Da nicht scharf, bei den Hand. Also ich komme jetzt hier mit. Das hoffen wir. Wenn ich in den Hals bin, komme ich auch. Ja, ich kann jetzt. Reha, also dann braucht er ja was zum Aufgepäppeln. Richtig. Aber jetzt haben wir die Leute gebracht. Schön. Ja, das ist super. Ah, ja. Das sind 99. Dankeschön. So, ich zahle die beiden beide zusammen. Beide, dann Tag. Ja, eben. Ciao. 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 Servus. Hallo. Hallo, gibt es? Ja. Vielen Dank. Guten Appetit. So, jetzt kommen wir zum Teig. Erdnüsse war es und scharf, gell? Ja, hallo. Hallo einmal, ja. Bitte schön. Danke schön. Guten Appetit. So, und da war es zur mittleren Tüte, oder geht das so? Nee, das geht. Super. 98. Achtung. Das passt. Dankeschön. Guten Appetit. Dankeschön. Danke. Ciao. Da. Du bist selber scharf drauf, Mann. Haust du mir. Zweimal vegan. Ciao, schönen Tag. Ciao. Ciao. Vegetarisch, vegan. Oh, also zweimal vegetarisch Portion. Ja. Und zweimal mit Fleisch. Einmal noch von Schüler. Ja, ich bin Urbiberache, ne? Und meine Mutter ist sehr bekannt. Gab's auch. Machst du? Ich mache, gib dir noch den Reis für die Schüler. Geschickt. Das ist krass. Hast du das auch, oder? Hast du auch vertauscht. Nee, hast du nicht mehr, oder? Nee, wir haben. Weißt du, was Endes? Wir haben noch Thai Curry ohne Reis. Ohne Reis. Ja, dann halt das. Okay. Naja, ja. Heute aber ist ohne Reis. Wir hatten schon okay. Zwei Gerichte mit Reis. Kriegen wir hin, ich habe ja da auch noch Reis drin. Okay. Und was? Gut, ich war nicht gut. Ich war einfach komisch. Echt? Ja, der Falafel war ein Fehler. Ja, ja. Guten Appetit, euch gern und mach es gut. Ja, ja, ciao. Ciao. Ciao, danke. Lieben Gruß. Ciao. Schweinebauch. Hätten wir Nudeln gehabt? Ja, Nudeln. Ich mach nicht mehr dreimal im Monat Nudeln. Das vergiss es. Aber die Leute sind schon so, die wollen, was sie kennen. Das ist so.